Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der heutigen Jubiläumsveranstaltung. Mit großer Freude gratuliere ich der Energieversorgung Offenbach, ich will sagen, gratuliere ich unserer Energieversorgung Offenbach ganz herzlich zu ihrem Jubiläum. 175 Jahre ist für ein Unternehmen eine außergewöhnlich lange Zeit und 175 Jahre sind nicht nur ein Jubiläum, sondern sie sind auch ein Beleg dafür, dass sich unsere EVO seit ihrer Gründung 175 Jahre lang erfolgreich allen Änderungen, die es in so einer langen Zeit gibt, gestellt hat. Wofür also steht die EVO? Als Energieversorger sorgt sie verlässlich an 7 Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag für die Versorgung der Menschen, der Schulen und Kindergärten, der Krankenhäuser, der Unternehmen in unserer Stadt und natürlich auch im Kreis Offenbach mit Strom und mit Wärme. Die EVO sorgt auch für die Straßenbeleuchtung Offenbachs bei Nacht sowie rund um die Uhr für die Ampeln in unserer Stadt. Sie ist zudem ein zuverlässiger Partner der vielen Vereine. Vorne dran natürlich den OFC, doch längst nicht nur den OFC. Ohne die Unterstützung der EVO, das möchte ich aus dem Anlass der heutigen Veranstaltung als Sport- und Kulturdezernent mal ausdrücklich betonen, ohne die Unterstützung der EVO konnten viele Vereinsprojekte gar nicht erst umgesetzt werden. Die EVO hat zudem in enger Abstimmung mit der Kommunalpolitik schon vor rund 2 Jahrzehnten begonnen, an der Transformation des Energiesystems zu arbeiten, als Klimaschutz für viele noch ein Fremdwort war. Was heißt das konkret? Nun, mittlerweile liefern 45 große Windkraftanlagen saubere, erneuerbare Energie aus der Region für die Region. Rechnerisch reicht das für rund 240.000 Menschen. Das sind viel mehr, als die Stadt Offenbach Einwohner hat. Dazu kommen zahlreiche Photovoltaikanlagen, etwa auf dem Stadion Biberer Berg, auf ehemaligen Deponien und auf vielen Dächern in Stadt und Kreis Offenbach. Zunehmend erzeugt die EVO auch Wärme aus regenerativen Quellen wie Holzpellets, die in ihrem eigenen Offenbacher Holzwerk aus regionalen Holzresten hergestellt werden. Gemeinsam mit der EVO arbeiten wir aktuell in verschiedenen Projekten daran, unsere Stadt auch in Zukunft Stück für Stück klimafreundlicher werden zu lassen. Als Wirtschaftsdezernent ist mir zudem wichtig, die EVO ist in zahlreichen wichtigen Infrastrukturprojekten mit an Bord. Das gilt bei der Digitalisierung in unserer gemeinsamen AG-Digitalisierung, bei der Ansiedlung von Rechenzentren, der Nutzung von Abwärme und dem Ausbau des EVO-eigenen Hochspannungsnetzes, um die Ziele unseres Masterplans erreichen zu können. Ja, und damit das nicht nur Ziele der Kommunalpolitik oder des EVO-Vorstands sind, sondern damit sowas auch alles Wirklichkeit wird, braucht es, und ich glaube auch dazu ist der heutige Abend der Anlass, an dem man das betonen darf und ich auch gerne will, das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVO, die mit ihrem Einsatz hervorragende Arbeit leisten und dafür sorgen, dass das, was wir als Ziele überlegen, tatsächlich am Ende Wirklichkeit wird. Deshalb heute bei dieser Gelegenheit auch Ihnen allen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVO vielen Dank für Ihre Arbeit. Wir Offenbacher sind sehr glücklich darüber, ein Unternehmen wie die EVO in unserer Stadt zu haben. Deshalb sage ich heute auf weiterhin gute Zusammenarbeit und Ihnen allen einen schönen Abend im wunderschönen Offenbach.